Lärm, Vibration, Rückschlag und Gefahren durch offene Schneidewerkzeuge sind die offensichtlichsten Gefahrenquellen bei der Arbeit mit handgeführten Zweitaktmaschinen. Körperliche Belastung durch das Gewicht der Maschinen und die Einseitigkeit der Arbeitsvorgänge stellen die Belastung durch Abgase zunächst in den Hintergrund. Deshalb wird der Abgasbelastung insbesondere durch krebserregende Stoffe und Kohlenmonoxid in diesem Schulungsfilm besondere Beachtung geschenkt. Im Bereich der Holzernte ist die zweitaktbetriebene Motorsäge sicher das am häufigsten eingesetzte Arbeitsgerät. Daher steht sie im Mittelpunkt dieses Films. Die bei der Arbeit entstehende Abgasbelastung steht nicht selten im Zusammenhang mit den dargestellten Unfallhäufigkeiten. Im Folgenden sollen diese Zusammenhänge gezeigt werden und Hinweise zur Prävention gegeben werden. Ferner ist der Freischneider ein aus der Praxis nicht mehr wegzudenkendes Hilfsmittel zur Kultur- und Grünpflege. Auch an Böschungen und auf geneigten Wiesen werden zweitaktbetriebene Rasen- und Wiesenmäher eingesetzt. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer Geräte, die jedoch hier nicht gesondert betrachtet werden. Zehn Uhr morgens im Wald. Das Wetter ist schwülwarm. Die Waldarbeiterrotte macht nach 3 Stunden ihre erste Pause. Bereits zu diesem Zeitpunkt haben sie sich körperlich schwer beansprucht. Es könnte sein, dass einige von ihnen überhaupt nicht weiterarbeiten dürften, da sie schon zu viel Kohlenmonoxid im Blut haben. Der Kohlenmonoxidspiegel im Blut ist zwar während der Pause leicht gesunken, trotzdem ist bei Waldarbeiter Martin der zulässige Grenzwert noch immer überschritten. Martin arbeitet weiter. Der Grad der Vergiftung steigt und Martin bekommt die ersten Symptome zu spüren. Unkonzentriertheit, Schwindel, Einschränkung des Gesichtsfeldes. Und plötzlich passiert es. Alles klar, was passiert? Alles klar? Tut dir was weh irgendwo? Irgendwie der Fuß und ist völlig schwungnurig. Der rechte, ja? Oder der linke? Ja. Ruf mal einen Notarzt. Ja, hallo, hier ist Patrick Goldschmidt. Ich habe einen Unfall zu melden im Wald. Ja, hallo Martin, ich bin's. Wie geht's dir? Hallo, hab mir am rechten Bein den Knöchel verletzt, aber ansonsten geht's schon wieder besser. Aber die nächsten 4 Wochen werde ich wohl noch nicht wieder arbeiten können. Gott, ich muss auch den Bericht an die LUK schreiben. Sag mal, was ist denn genau passiert? Warum bist du denn so doll gestürzt? Ja, ich war ziemlich gestresst, wollte ja noch bis Mittag fertig werden und plötzlich ist mir schwindig geworden, hab alles nur noch verschwommen gesehen und mein Herz hat wie verrückt geschlagen. Der Arzt hat was von zu wenig Sauerstoff im Blut gesagt und das soll wohl vom Kohlenmonoxid kommen. Was bewirkt das Kohlenmonoxid in unserem Körper, dass es solche Symptome erzeugt? Der Arbeitsmediziner Dr. Bünger hat uns das im Interview erklärt. In den Abgasen von Zweitaktmotoren finden wir zahlreiche giftige Substanzen. Dabei stellt Kohlenmonoxid mit 70% den Hauptanteil. Nach der Inhalation bindet sich das Kohlenmonoxid an den Blutfarbstoff Hämoglobin, der den lebensnotwendigen Sauerstofftransport im Körper gewährleistet. Da die Bindung des Kohlenmonoxids 200 Mal fester ist als die des Sauerstoffs, wird die Sauerstoffversorgung rasch verschlechtert. Die Vergiftungsgefahr durch das Geruch- und farblose Kohlenmonoxidgas steigt mit zunehmender Konzentration in der Luft und der Dauer der Inhalation. Bei schwerer körperlicher Arbeit, wie sie in der Waldarbeit und der Gehölzpflege vorherrscht, ist die Vergiftungsgefahr wegen der vertieften Atmung und des erhöhten Sauerstoffbedarfs des Körpers besonders groß. Erste Anzeichen der Vergiftung sind Einschränkungen des Gesichtsfeldes, Kopfschmerz und Schwindelgefühl. Auch die Reaktionszeiten verlängern sich. Dies könnte zu dem gezeigten Unfall geführt haben. Fallen 3-5% des Hämoglobins für den Sauerstofftransport durch die Kohlenmonoxidbindung aus, sind Forstwirte mit Herz-Kreislauf-Problemen bereits Herzinfarkt gefährdet. Besonders stark gefährdet sind Raucher, da auch im Tabakrauch Kohlenmonoxid enthalten ist. Hier addieren sich die beiden Risiken. Für den medizinischen Laien ist eine Kohlenmonoxidvergiftung nicht erkennbar. Die Betroffenen sehen ganz gesund aus,
da die Durchblutung durch eine Erweiterung der Blutgefäße gefördert wird. Zurück in den Wald. Sehen wir uns die verschiedenen Arbeitstätigkeiten noch einmal genauer an. Bei der Arbeit im Freien haben klimatische Faktoren erheblichen Einfluss auf die Abgasbelastung. Aber auch die örtlich gegebenen Arbeitsbedingungen sind entscheidend. Die Luftbewegungen, also Windstärke und Richtung, sowie die Bestandsverhältnisse am Arbeitsort bestimmen, wie schnell die Abgase aus der Nähe des Gerätebedieners abziehen. Beim Entasten in der Baumkrone und im sogenannten Grünastbereich halten sich die Abgase aufgrund des dichten Geästs häufig sehr lange. Aber auch das Arbeiten in Hanglage verhindert oft das schnelle Abziehen der Abgase. Verstärkend kommen ungünstige Wetterverhältnisse wie Hitze hinzu, da der Organismus dadurch zusätzlich belastet und geschwächt wird. Neben den Umgebungsbedingungen hat auch die Art der Tätigkeit Einfluss auf die Menge der Abgasaufnahme. Bei statischen Arbeiten, zum Beispiel im Fällen, konzentrieren sich die aufsteigenden Abgase hinter dem Visier. Die höhere Atemfrequenz bei dynamischen Tätigkeiten wie Entasten, Läutern, Freischneiden und Rasenmähen zieht jedoch auch eine höhere Herzfrequenz und somit auch eine höhere Abgasbelastung im Organismus nach sich. Für die folgenden Aufnahmen wurden bei einer modernen Seriensäge durch Beimischung von Sonnenblumenöl und Verstellung des Vergasers die austretenden Abgase sichtbar gemacht. Ziel dieser Manipulation ist, die Ausbreitung der Abgaswolke und ihr Verhalten unter Praxisbedingungen beispielhaft darzustellen. Um die Auswirkungen der Abgase auf das Wohlbefinden und die Gesundheit aus Sicht des Waldarbeiters zu ergründen, wurde von September 1990 bis November 1991 unter ca. 900 aktiven Forstwirten eine Umfrage durchgeführt. Bei den arbeitsbedingten Beschwerden konnte festgestellt werden, dass die meisten Symptome bei der Nadel-Schwachholzernte auftraten. Die Teilarbeiten entasten verursachten die stärksten Beschwerden, obwohl geringere Emissionen als beim Fällen gemessen wurden. Der Grund? Die im Verhältnis wesentlich höhere körperliche Belastung und die damit verbundene Steigerung der Herzfrequenz und des Atemminutenvolumens führen zu einer höheren Atemfrequenz, als es beim Fällen der Fall ist. Es werden dadurch verhältnismäßig mehr Schadstoffe eingeatmet. Es gilt also, auch bei Arbeitsvorgängen, in denen die Motorsäge weniger Abgase verursacht, sind die Schadstoffaufnahme und die damit verbundenen Symptome nicht zwangsläufig geringer. Abgasvergiftungsbedingte Krankheiten und Symptome treten demnach nicht stark gestuft auf, wie man bei den unterschiedlichen Emissionen vermuten würde. Nach einem Arbeitstag mit der Motorsäge fühlten sich über 70% der Waldarbeiter erschöpft, völlig erschöpft oder krank. Die größten Beschwerden hatten die Mehrzahl der Befragten im Sommer bei schwülwarmer Witterung. Noch erschreckender, 9 befragte Waldarbeiter wurden nach eigener Aussage während der Waldarbeit sogar ohnmächtig. Neben der Motorsäge sind auch andere Zweitakter wie der Freischneider und der Rasenmäher häufig im Einsatz. Bauartbedingt befindet sich beim Freischneider der Zweitaktmotor im Rückenbereich des Bedieners. In ungünstigen Situationen, zum Beispiel bei schwülheißer Witterung oder in Dickungen, kann der Organismus des Gerätebedieners durch Abgase erheblich belastet werden. Da der Freischneider vorrangig in einer aufrechten Lage geführt wird und vergleichsweise wenig Leistung benötigt, lag es nahe, auch ein Viertaktkonzept umzusetzen. Bei der Arbeit mit einem Rasenmäher liegt die Motoreinheit vor dem Geräteführer, der sich meist auf die Abgasemissionen hinzubewegt. Die zweitaktbetriebenen Rasen- und Wiesenmäher sind speziell für Hanglagen über 25% und den professionellen Einsatz konzipiert. Hier ist der Bediener körperlich stark durch dynamische Bewegungsabläufe beansprucht, was sich in erhöhter Atem- und Herzfrequenz äußert. Für ebene und leicht geneigte Lagen werden alternativ Mäher mit Viertaktmotoren auch für den Profi-Einsatz angeboten. Herr Professor Friedbert Bombusch beschäftigt sich seit Jahren mit der Abgasproblematik bei der Waldarbeit.
Er berichtet über die Ergebnisse seiner Studien. Im Holzernteverfahren werden immer noch 50% der anfallenden Arbeit mit der Motorsäge durchgeführt. Verschiedene Messungen auf dem Prüfstand ergaben vergleichbare Abgaszusammensetzungen. Neben Kohlenmonoxid 70-75% machen die Kohlenwasserstoffe HC etwa 25%, die Gesamtaldehyde mit Formaldehyd als Hauptvertreter etwa 0,5% und die Stickoxide NOx etwa 0,05% der Abgasschadstoffe an der Zweitaktmotorsäge aus. Durch Veränderung der Gemischzusammensetzung lässt sich die Schadstoffemission beeinflussen. Bei der Einstellung sollten die Vorgaben der Maschinenhersteller unbedingt eingehalten werden. Darüber hinaus variiert das Ausmaß der Schadstoffbelastung außerordentlich stark in Abhängigkeit von den Arbeits- und Umgebungsbedingungen. Ziel der von uns angestellten Studien war es, diese Parameter exakt zu beobachten, die Abgasbelastung in der Atemluft und im Blut zu messen, sowie gezielte Ansätze zur Verminderung dieser Belastungsspitzen zu erarbeiten. Hierbei lag unser Augenmerk auf dem Hauptschadstoff Kohlenmonoxid. Durch Messungen in der Atemluft und einer engmaschigen Verlaufskontrolle des im Blut gebundenen Kohlenmonoxids wurde die Belastung durch die Abgase während der Arbeit vor Ort erfasst. Das Ergebnis dieser Studie zeigte, dass die Kohlenmonoxidkonzentration im Mittel um mehr als das Doppelte des gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwertes während der Motorsägenlaufzeit überschritten wurde. Die Spitzenwerte erreichten 400, vereinzelt sogar 600 ppm, das heißt mehr als das 20-fache des festgelegten Grenzwertes. Bei Betrachtung der Belastungswerte über eine Arbeitsschicht konnten bei verschiedenen Arbeitsverfahren im Laub- und Nadelholz Überschreitungen festgestellt werden. Die Messungen im Blut bestätigen diese Tendenz. Im Starkholz wurde der biologische Arbeitsplatztoleranzwert von 5% Kohlenmonoxid überschritten. Die Werte steigen in den ersten 2 bis 3 Stunden der Arbeitszeit auf den Maximalwert an und sinken danach, infolge nachlassender Arbeitsleistung, langsam wieder ab, sodass am Schichtende 20-30% niedrigere Werte gegenüber der Maximalbelastung gemessen wurden. In diesem Zusammenhang sind die Raucher in dieser Berufsgruppe zu erwähnen, die von sich aus schon einen erhöhten CO-Spiegel im Blut aufweisen. Die Belastung durch die Motorsägenabgase setzt sich auf diesem Grundlevel auf und nach weniger als einer Stunde wird der BAT-Wert überschritten. Wie wir gehört haben, gibt es einige Schadstoffe in den Abgasen, die auf unterschiedliche Art und Weise unsere Gesundheit schädigen. Im Folgenden soll gezeigt werden, auf welche gesetzlichen Bestimmungen Sie zurückgreifen können, welche enormen Anstrengungen die Motorsägenhersteller dagegen unternommen haben, wie moderne Technik Ihr Leben retten kann, was Sie selbst tun können, um Ihre Gesundheit zu schützen. Der Arbeitsmediziner Dr. Bünger wird zunächst die Inhalte und das Ziel der Gefahrstoffverordnung erläutern. Die zum 01.01.2005 novellierte Gefahrstoffverordnung nennt im Zusammenhang mit den Abgasen aus Zweitaktmotoren die Gefahrstoffe Benzol, Kohlenmonoxid und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Für Kohlenmonoxid gilt eine maximale Arbeitsplatzkonzentration von 30 ppm und ein biologischer Arbeitsplatztoleranzwert von 5% Kohlenmonoxid am Hämoglobin. Eingehende Untersuchungen am Arbeitsplatz des Forstwirtes haben gezeigt, dass die geltenden Grenzwerte zum Teil erheblich überschritten werden. Aber bereits vor diesen gesetzlich festgelegten Grenzwerten kann das Unfallrisiko durch Konzentrationsstörungen erhöht sein. Primäres Ziel ist es, den Gesundheitsschutz bei der Arbeit mit Exposition durch Motorabgase so weiterzuentwickeln, dass keine oder nur unter den vorgeschriebenen Grenzwerten liegende Belastungen auftreten. Benzol und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe bergen ein Krebsrisiko und deshalb muss eine Exposition durch diese Gefahrstoffe auf ein Minimum reduziert werden. Da Kohlenmonoxid als wahrscheinlich reproduktionstoxisch eingestuft wurde, dürfen schwangere Frauen nicht an Arbeitsplätzen mit diesem Gefahrenpotenzial beschäftigt werden. Vor einer Tätigkeit mit Zweitakt betriebenen Maschinen muss eine eingehende Gefährdungsbeurteilung vorgenommen werden. Die daraus resultierenden Schutzmaßnahmen sind einzuhalten. Außerdem müssen die Beschäftigten über die Risiken der Arbeit informiert und in der Handhabung der Schutzmaßnahmen unterwiesen werden. Hierzu ist es notwendig,
Ihnen die technische Seite, das heißt die Entstehung der Abgase im Zweitaktmotor, näher zu erläutern. Grundsätzlich geht es bei Maschinen, die heutzutage noch mit Zweitaktmotoren ausgestattet sind, um geringeres Gewicht. Zweitaktmaschinen haben aufgrund ihres einfachen Aufbaus ein günstiges Leistungsgewicht, sind also viel leichter als ein Viertaktaggregat. Den lageunabhängigen Einsatz. Das Benzin-Luft-Gemisch wird unabhängig von der Lage der Maschine bereitgestellt. Deshalb sind beim Sägen verschiedene Lagen, Horizontalschnitt, Vertikalschnitt, 12-Punkt-Entastung möglich. Beim Rasenmähen ist diese Eigenschaft des Zweitakters beim Einsatz in Hanglagen ab 25% entscheidend. Außerdem einfache Wartung und Pflege sowie geringe Herstellungs- und Regenerierungskosten. Aber wir finden beim Zweitakter durchaus auch Nachteile. Bauartbedingt treten beim Betrieb von Zweitaktmotoren sogenannte Spülverluste auf. Ein Teil des Treibstoff-Luftgemisches, der bis zu 30% betragen kann, verbrennt nicht und wird mit den Abgasen freigesetzt. Dadurch erhöht sich vor allem der HC-Gehalt der Abgase von Zweitaktmotoren erheblich gegenüber dem von Viertaktmotoren, während der NOx-Gehalt etwa um den Faktor 30 niedriger liegt. Moderne Motorenkonzepte werden aufgrund bevorstehender Änderungen der Abgasgesetzgebung und der Verwendung von Sonderkraftstoffen diese hohen Werte nicht mehr erreichen. Spezialkraftstoffe reduzieren im Wesentlichen die kanzerogenen Bestandteile, nicht aber zwingend CO, HC oder NOx. Die Motoreneinstellung mit Drehzahlmesser ist heute bei einigen Herstellern jedoch nicht mehr notwendig, weil der Einstellbereich durch Begrenzungskappen limitiert ist und im Fettanschlag die Abgasgrenzwerte eingehalten werden. Mit Hilfe eines Abgaskatalysators können die krebserregenden Potenziale aus den Abgasen um 80% reduziert werden. Die Einstellung der Motoren muss dazu präzise sein. Ansonsten kann es passieren, dass sich im Gegenzug die CO-Emission erhöht. Beim Magermotorenkonzept kann durch die Erhöhung der Höchstdrehzahl um ca. 1000 Umdrehungen pro Minute bei älteren Maschinen ein positiver Effekt auf CO und Kohlenwasserstoffe erreicht werden. Auch hier ist die Einstellarbeit, soweit überhaupt möglich, von hoher Präzision mit einem Drehzahlmesser notwendig. Dabei ist in jedem Fall den Herstellerangaben Folge zu leisten. Um die Nachteile der Zweitaktmaschinen zu minimieren und den gesetzlichen Bestimmungen zu genügen, sind die Entwicklungsabteilungen der Motorsägenhersteller in den letzten Jahren sehr aktiv geworden. Herr Füllgraber aus dem Forstlichen Bildungszentrum Münchenhof wird uns die im Augenblick laufenden Entwicklungen näher erläutern. Eine stete Triebfeder zur Abgasreduktion stellen die kalifornischen Abgasnormen dar, die in ihren Ausführungen natürlich auch Auswirkungen auf die europäische Gesetzgebung haben. Eine erste Phase führte bereits seit 1995 zu einer Absenkung der Schadstoffe um etwa 25%. Derzeit liegt das Jahr 2007 im Blick der Entwickler und Konstrukteure. Ab diesem Zeitpunkt muss der Ausstoß von Kohlenwasserstoffen HC und Stickoxiden NOx um 80% gesenkt werden. Die drastische Reduktion gilt für Kleinmotoren unter sowie über 50 Kubikzentimeter. Eine Forderung, die nicht leicht zu erfüllen ist. Derzeit lassen mehrere Möglichkeiten den Schluss zu, dass sie die Lösung für die gesetzlichen Vorgaben sind. Erstens, Motorenkonzepte mit Katalysatortechnologie helfen, die krebserregenden Potenziale erheblich zu reduzieren und sind auch mit den nachfolgenden technischen Entwicklungen vergesellschaftet. Zweitens, eine bereits um 1920 entwickelte Lösung, nämlich mit Hilfe der Spülvorlage die Spülverluste zu reduzieren, wird heute in einigen Motorsägentypen und größeren Trennschleifern bereits realisiert. Drittens, in ähnlicher Art und Weise arbeitet die Abgasvorlage, eine technische Möglichkeit, einen Zweitaktmotor im Hinblick auf die Gefahrstoffbestandteile des Abgases zu optimieren. Viertens, mit der in den USA entwickelten Druckwelleneinspritzung, der sogenannten Compression Wave Injection, stellt ferner ein sehr einfaches System zur Verfügung, das in einigen Gartengeräten bereits zum Einsatz kommt. Allen Prinzipien ist gemein, dass sie ohne großen baulichen Aufwand bei Kleinmotoren umgesetzt werden können. Die Verwendung von Sonderkraftstoffen ist dabei selbstverständlich. Wesentlich aufwendiger war die Entwicklung eines drehzahlfesten Viertaktmotors für die Motorsäge. Dieses stoßstangengesteuerte Aggregat erfüllt bei mäßiger Erhöhung des Gewichts und vergleichsweise minderer Leistung ebenfalls die geforderten Grenzwerte von 2007.
Es wird ebenso mit einem Kraftstoff-Ölgemisch betrieben wie Zweitaktaggregate, um zusätzliche Kanister zu vermeiden. Anders sieht die Situation im Freischneiderbereich oder bei Blasgeräten aus, wo mehrere Viertakter erhältlich sind und sich dieses motorische Konzept inzwischen mit sehr hohen Stückzahlen verkauft. Welche dieser technischen Möglichkeiten sich schlussendlich durchsetzen wird, wird der Markt entscheiden, der, wie vieles in der heutigen Zeit, vom Preis bestimmt wird. Bei den zweitaktmotorbetriebenen Rasenmähern wurde unter anderem durch den Einbau eines vergaserseitig überarbeiteten Motors mit Katalysator die notwendige Abgasreduktion erreicht. So ist auch bei diesen Geräten ein zukünftiger Betrieb im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben möglich geworden. Neben der Motorentechnik ist auch die Wahl des Kraftstoffs entscheidend für die gesundheitliche Belastung des Bedieners. Herr Unselt von der Firma Aspen hat uns im Gespräch die wichtigsten Aspekte im Zusammenhang mit Sonderkraftstoff erläutert. Sonderkraftstoffe, auch Alkylattreibstoffe genannt, werden speziell für die Verwendung in Kleinmotoren, wie sie hier angesprochen werden, sowohl für Zwei- wie auch für Viertaktmotoren hergestellt. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz bieten bereits mehrere Firmen diese speziellen, besonders schadstoffarmen Kraftstoffe an. Diese Sonderkraftstoffe zeichnen sich durch ihren äußerst geringen Gehalt an Aromaten aus. Als Folge der niedrigen Aromatenkonzentration sind nicht nur die Dämpfe von unverbranntem Abgasbenzin, sondern auch die bei der Verbrennung entstehenden Abgase wesentlich weniger gefährlich als die Dämpfe und Abgase bei den normalen Motorenbenzinen. Die speziellen Gerätebenzine sind damit geeignet, die Gesundheit der Nutzer und die Umwelt wirksam vor Schäden zu schützen. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Lagerstabilität der Alkylattreibstoffe gegenüber Tankstellentreibstoffen. Normale Motorenbenzine bestehen aus ca. 36% aromatischen Kohlenwasserstoffen, dazu gehören beispielsweise das krebserregende Benzol. Aromatische Kohlenwasserstoffe haben eine narkotisierende Wirkung und können zu den beschriebenen Schwindelgefühlen und zunehmender Unkonzentriertheit führen. Damit verschärft sich das ohnehin hohe Risiko gravierender Unfälle bei der Arbeit mit zweitaktbetriebenen Maschinen. Den zweitgrößten Anteil bilden die Alkane mit ca. 32%. Den Rest bilden weitere Bestandteile wie schwere Paraffine, Olefine und Oxygenate. Nach einer schwedischen Untersuchung nehmen Waldarbeiter beim Betrieb einer Motorsäge mit der Atemluft bis zu 20 Mal mehr krebserregendes Benzol auf als Autofahrer im dichten städtischen Verkehr. Und hier ist noch nicht einmal die Belastung durch die Ansammlung von Giftstoffen in der Kleidung berücksichtigt. Durch die Nutzung von Sonderkraftstoff kann das gesundheitliche Risiko stark vermindert werden. Während herkömmliches Benzin über 100 schädliche aromatische Kohlenwasserstoffe enthält, sind in Sonderkraftstoffen lediglich 10 weniger schädliche Kohlenwasserstoffe enthalten. Insgesamt hat Sonderkraftstoff nur noch 0,5% aromatische Kohlenwasserstoffe und ist absolut benzolfrei. Der Styropor-Test zeigt den hohen Anteil von aromatischen Lösungsmitteln in herkömmlichen Benzin. In Normalbenzin wird das Styropor aufgelöst, während in Sonderkraftstoff das Styropor unbeschädigt bleibt. Herkömmliches Benzin ist für Fahrzeugmotoren optimiert und ist für den sofortigen Verbrauch konzipiert. Sonderkraftstoffe sind für Kleinmaschinen ausgelegt und besitzen wesentlich bessere Lagereigenschaften. Bei der Umstellung von Normalkraftstoffen auf Sonderkraftstoffe müssen die Angaben der Hersteller unbedingt berücksichtigt werden. Eine Vielzahl von zweitaktbetriebenen Maschinen verfügt nur über ein geringes Tankvolumen, sodass sie häufig betankt werden müssen. Seit einiger Zeit sind Kleinbehälter mit Überlaufschutz und integrierter Gaspendelvorrichtung auf dem Markt erhältlich, die ein Tanken ohne Überlaufen und giftige Dämpfe ermöglichen. Im Folgenden noch einmal die wichtigsten Verhaltens- und Grundregeln für den Umgang mit der Abgasbelastung durch Zweitaktmaschinen. Aus medizinischer Sicht gibt es drei Risikogruppen: Raucher, Frauen im gebärfähigen Alter und Arbeiter mit koronaren Herzkrankheiten. Aus technischer Sicht sollten Sie folgende Empfehlungen beachten. Verwenden Sie ausschließlich Motorenkonzepte mit Katalysator, die die aktuellen gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Setzen Sie ausschließlich Sonderkraftstoff ein.
Die Einstellung älterer Motoren ist nach Werksangaben mit dem Drehzahlmesser vorzunehmen und regelmäßig zu kontrollieren. Hierbei ist ein Ortswechsel und ein Wechsel in der Höhenlage im Revier mit ausschlaggebend. Beschaffen Sie gegebenenfalls neue Geräte. Halten Sie die Sicherheitshinweise beim Tanken und beim Transport sowie bei der Lagerung von Kraftstoff unbedingt ein. Verwenden Sie eine Füllstoppeinrichtung am Kanister. Pflegen Sie Ihre Maschine, um ein optimales Betriebsverhalten und damit minimale Emissionen zu erreichen. Aus betrieblicher Sicht gibt es folgende Empfehlungen. Vermeiden Sie anstrengende Arbeiten bei schwülheißem Wetter, da das Kreislaufsystem durch die Kühlung des Körpers schon stark beansprucht ist. Durch die erhöhte Atemfrequenz nimmt der Körper die Schadstoffe vermehrt auf. Organisieren Sie Ihre Arbeit so, dass Sie weniger belastende Tätigkeiten ausführen und nicht in der prallen Sonne arbeiten. In Steillagen sollte die Entlastungsarbeit aus ergonomischen Gründen bergauf und stets im Wechsel von verschiedenen Waldarbeitern vorgenommen werden. Teilspezialisierungen innerhalb der Arbeitsrotte, zum Beispiel nur Entasten, nur Fällen, sollten unterbleiben. Halten Sie unbedingt zwischen den Arbeitsphasen mit der Kettensäge Pausen ein, so können Sie Belastungsspitzen vermeiden. Die Anstrengungen der Entwicklungsabteilungen der Motorsägenhersteller sowie die Einhaltung der Handlungsempfehlungen lassen ein Arbeiten unter den gesetzlichen Rahmenbedingungen zu, wobei den Vorgaben der neuen Gefahrstoffverordnung Rechnung zu tragen ist. Die nach wie vor, wenn auch nur noch in geringen Mengen vorhandenen aromatischen Kohlenwasserstoffe bewirken die Zuordnung zu Schutzstufe 3, während Kohlenmonoxid der Schutzstufe 2 zuzuordnen ist. Weitere Verschärfungen bei den kalifornischen Abgasnormen werden auch in Europa die Techniker herausfordern. Mit der Umsetzung der genannten medizinischen, technischen und betrieblichen Handlungsempfehlungen wird die Basis für eine erhebliche Verbesserung der Arbeitsplatzsituation unter Verwendung von zweitaktbetriebenen Motorgeräten geschaffen.